Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval 2 Total War. Wir sind wieder zurück am Start und letzte Folge weiß ich natürlich wie immer nicht, was wir geplant hatten. Ich sehe, das haben wir geplant, Geld haben wir sowieso nicht. Bellona ist unsere neue Bastion im Westen. Palermo wird wohl ein paar Runden noch aushalten. Sophia wird hergestellt, alles klärchen. Lütz dürfte das eigentlich auch schaffen, aber vielleicht sollten wir einen Trigger hinschicken. Die bilden auch fort, ne? Den deutschen Söldnerritter können wir hier sowieso nicht aufladen. Den vielleicht können wir ihn ja mal als Trigger rüberhauen. Genau, Dänemark kommt jetzt langsam runter, da müssen wir gleich mal schauen. Dich wollte ich eigentlich für den Osten aufbewahren. Hamburg wird das... Ah, das ist eine große dänische Armee. Hamburg wird das vielleicht erstmal aufhalten können, ne? Er geht darüber. Vielleicht können wir auch nochmal hier was rüber verschieben. Das finde ich gar nicht so schlecht. Idee. Komm mal bitte mit. Genau, am besten oben rum. Und ich würde sagen... Paris, Alter, du kannst mich mal echt... Das belagern wir so, wie es sein soll. Du gehst da links rüber, auch wie es sein soll. Die Timuriden, ja, wir werden belagert. Ich wollte die auch nochmal, glaube ich, triggern, oder? Gehen wir schon mal rüber. Geht's zurück und dann können wir nochmal, wenn der dann in Konstantinopel drin ist, das nochmal gegen die Ungarn-Typen hier versuchen. Alles klar. Ja, okay, Spion. Okay, in Palermo wird jetzt versucht. Der hat immer noch wahnsinnig viel weniger Männer als wir. Ja, nicht mal gute Männer. Zweimal Artillerie, weiß. Speerwerfer, nicht mal Speerträger. Wir rennen mit unserer Kavallerie, wir rennen mit allem raus. Es könnte sogar sein, dass es automatisch tatsächlich sogar besser für uns endet. Ja, 27 Mann, habe ich mir schon gedacht. So, wir werden direkt wieder belagert, das ist okay. Wir haben nur 27 Mann verloren, das ist fein. Okay, das ist ein Problem. Ey, du glaubst so, ne, Palermo, ja, ne, hält schon lange durch jetzt. Und dann kommt da sowas. Oh, sick, das ist echt belastend. Hannoveron und Frankfurt, ja. Oh, das ist scheiße. Wir schicken wohl mal ein bisschen was nach unten, ne? Ach, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, das wird Palermo irgendwie stemmen. Ist da noch ein General drin? Nee. Okay. Innsbruck hat ein paar Truppen. Das sieht doch für den hier sehr schmackhaft aus. Geh halt hier oben rum. Ist. Ach, komm schon. Ja, wird ja wohl, denke ich, reichen. Frankfurt dürfte sich jetzt hoffentlich beruhigen. Ach, du mich auch. Okay, Frankfurt beruhigt sich nicht. Ob sie sich jetzt beruhigen? Vielleicht. Ich hoffe einfach mal. So, du kommst mit nach Hamburg. Du wirst den mal hier vielleicht ein bisschen triggern. Und weil wir gerade kein Geld haben, um die Truppen fortzubilden, werden wir Folgendes tun. Wir nehmen euch alle raus. Oder auch nicht alle, nevermind. Ach, komm schon. Oh, ne, dann halt noch nicht. Dann halt noch nicht. Ist das okay? Oha, du bist nicht ganz voll. Also die Truppen sind nicht ganz voll aufgeladen, aber ansonsten kann sich das sehen lassen. Wollte ich erstmal nach Süden schicken, ne? Ja, du hast zu viel Kavallerie dabei, das bringt nichts. Ich werde dich jetzt tatsächlich erstmal in den Norden ballern. Halt mir erstmal hier Polen und Ungarn vom Hals, bitte. Das wäre ganz lieb. Und hier setzen wir nochmal ein paar Bodentruppen mit da rein, als Fußsoldaten. Dann ist die Armee auch gut ausgeglichen. So, du belagerst. Wir haben hier 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann können wir nochmal von 2 nochmal mitnehmen. So, dann machen wir vielleicht auch einfach gleich mal eine Echtzeitbelagerung. Wird mal wieder Zeit, denke ich. So, und da ist Stress, ja. Hm. Dann hast du immer so ein Mist hier und ich weiß nicht, wie viel ich rüberschicken muss. Das sind dann immer so zigtausend irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, wenn erst eine Stadt hier irgendwie oder generell eine Festung oder sowas erst im Aufstandsmodus ist, ist es wahnsinnig schwierig, die irgendwie wieder da rauszukriegen.
Ja, so geht's jetzt natürlich, wo ich zigtausend Truppen reinhau da, ey. Na jetzt. Dann drei Runden ist dann hier auch die Verwaltung gebaut. Ich hoffe, dann wird's ruhiger. Nottingham ist auf jeden Fall sicher genug für den Typen, genauso wie Canavaron sicher genug ist für diesen Dude. Hier bauen wir auch noch. Wir haben genug 0 Gulden, ey. Geldtechnisch ganz schwierig. Ihr seid am Laufen. Ich würde sagen, dann können wir schon wieder tatsächlich in die nächste Runde, oder? Ja. Let's try it. Und er greift jetzt an, davon war auszugehen, dass das früher oder später passiert. So, vor denen habe ich gar nicht so viel Angst, ja? Den werden wir auch... Wobei, der kommt als erstes. Das andere ist Verstärkung. Den könnten wir versuchen niederzurennen mit meiner Kavallerie. Wobei das hier scheiße ist. Wir können es trotzdem versuchen. Was ist da? Auch verdammt viel Artillerie. Was mich aber ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. Weil wenn das hier, weiß ich nicht, nur zwei Kanonen gewesen wären, ansonsten nur Infanterie und was weiß ich was, wäre das wesentlich gefährlicher gewesen für uns. So hauen wir einfach hinter die Mauern einen Sperrträger nach dem nächsten und dann kommen die auch nicht so gut durch eigentlich. Sollen sie ruhig die erste und zweite Mauer wie ein Schweizer Käse öffnen? Wir kriegen das hin. Und somit haben wir die erste große Schlacht dieser Aufnahmesession. Geht los hier, Alter. Geht direkt in die Vollen. So. Also für die erste Armee, gegen die wir jetzt hier kämpfen müssen, würde ich gerne meine Kavallerie direkt rausschicken, weil ihr seht, die größere ist hinter uns. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt hier gleich das hier gleich direkt angreifen oder hier außen rumlaufen bis zu dem Tor. Das kann ich nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall alle hier hinten hinstellen, bis auf die Kavallerie natürlich. So. Ich denke, das können wir so erstmal machen. Vielleicht ein bisschen näher noch. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Und vielleicht sind ja die Tore wieder auf, weil sie irgendeiner aufgelassen hat. Hat jemand nachts nicht zugeschlossen, man kennt es. Ja, ist okay, ne? Also, haut euch sonst dahin, ist mir eigentlich auch fast Lattenhagen. Na komm, wir wollen es doch schön haben hier. Dann stelle ich halt dahin. Ist mir auch egal. Meinetwegen kannst du hier oben hin. Da kann ich euch nicht hinstellen. Was? Ich muss tatsächlich gestehen, ich spiele Medieval die wirklich schon seit bestimmten Jahrzehnt. Und das wusste ich nicht. Dass ich die da hinstellen kann. Die rennen dann hier oben rein. Kommen dann da unten raus. Das ist ja game changing. Also für mich. What the fuck? Also ich höre eure Facepalms auf jeden Fall bis hier, zu Recht. Aber das überrascht mich wirklich jetzt gerade. Crazy. Oh. Man lernt nie aus, ey. So. Nachdem wir jetzt kurz begeistert waren, werden wir kurz nochmal den Rest hier aufstellen. Ach komm schon. Hier wird's auch schon bröckelig. Du fehlst, okay. Na komm. Sehr schön. Wir machen es einfach direkt. Bam. Bam. So, die da hinten müssen erstmal den ganzen Weg sonst außen rumlaufen. Das schaffen die sowieso nicht rechtzeitig. Bam, Junge. Scheiß erstmal auf die Sperrträger. Fliehen wir gerade? Was zum Teufel? Ich glaube, das ist ein harter Witz, dass wir gerade... Also, hä? Warum fliehen wir denn? Junge, das sind ein paar Artilleristen da, oder wie du das nennen willst. Ist mir doch wurscht. Willst du mich lachsen? Ich bin immer wieder erneut schockiert, wie scheiße die Kavallerie ist. Also, die hat ja gar keine Moral. Enttäusch mich doch nicht so. So, danke schön, der Herr. Danke schön. Warum nicht gleich so, ja? Das hätte direkt von Anfang an so laufen können. Oh nein. Ja, davon war doch auszugehen. Mit der zweiten Armee wollte ich mich auch noch gar nicht so schnell anlegen, ehrlich gesagt. So, scheiß auf die Sperrträger. Wir haben unseren Job hier getan. Das, was ich machen wollte, habe ich getan.
So, und rein hier. Und ich schwöre bei Gott, wenn ihr jetzt noch an die Speerträgern vorbeirennt, so ganz nah, dann kriegt die Krise. Nee. Guck mal, die haben sie auch aufgestellt, ordentlich. Hätte ich aber auch an deren Stelle gemacht. Ne? Und ja, alles gut. Ich habe meinen Job getan hier auf der Seite erstmal. Ja gut, davon war auszugehen, das ist alles noch fein für uns. So, meistens ist es ja eigentlich so. Warte, erstmal. Okay, hier ist wieder dicht. Genau, dass die Artillerie eigentlich zuerst rankommt, ne? Genau. Das Ding ist, ich kenn's mittlerweile nicht anders. Dass wahrscheinlich wird unsere Kavallerie jetzt wieder fliehen, wenn ich versuche, auf die Artillerie zu laufen, ne? Ich versuche es trotzdem kurz mal. Weil ich muss meine Festung nicht noch mehr in einen Schweizer Käse verwandeln, als es jetzt schon ist, ne? Die Kosten kann ich mir versuchen zu sparen irgendwie. So. So, das sind Kavalleristen, ja? Artilleristen, ja? Sie haben kleine Messerchen, die haben nicht mehr. Ihr seid Kavallerie. Ja, ihr seid beängstigend. Die sind nicht beängstigend. So. Immer eine mutige Ansprache gemacht. Ja, auch scheißegal. Versuch mal rauszurennen noch rechtzeitig. Zurück. Meinetwegen einmal von unten rein hier. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt muss ich selber mal ein bisschen schauen. Ja, das ist scheißegal jetzt erstmal. Ah, ich sollte... Leute. Mitkommen. War nur so halb funktioniert. Aber wenigstens haben wir drei Truppen rausbekommen. Und ihr könnt jetzt auch hier rein. Es ist eigentlich egal jetzt. Oh, ihr könnt rein. Komm. Wir haben, denke ich, jetzt genug Damage erstmal gemacht. Oh, Leute. Na gut, dann. Ach, Spiel, sag das doch nicht immer. Ich denke schon, dass wir das schaffen können. So, was haben wir da? Speerträger? Da wollen wir natürlich nicht ran. Ja, Freunde, wir haben nur 18 Armbrustschützen, aber die machen gar keinen Impact hier eigentlich. Das Einzige, was halt für uns unendlich schießt, sind halt die Türme. So, und Kavallerie kann jetzt tatsächlich einmal hier rein und sich aufstellen. Ihr habt euren Job getan, mehr oder minder erfolgreich. Aber gut. Ich will ja nicht meckern. Du ganz beschissen warst ja nicht. So. Na dann. Dann können die Gegner ja kommen jetzt. Ich würde sagen, dann machen wir mal einen kleinen Cut, ne? Bisschen mal was passiert, weil ich glaube, die brauchen erstmal ein bisschen, bis sie sich formiert haben. So, es passiert tatsächlich jetzt endlich mal ein bisschen was. Ihr dürft wieder schießen. Die Kanonen haben sich ein bisschen nach vorne bewegt. Ich habe kurz überlegt, die Kavallerie auf die rauflaufen zu lassen, aber dann habe ich das hier gesehen. Und wir wissen manchmal, wenn du die Truppen dann ganz schnell versuchst, wieder wegzuschicken, funktioniert das manchmal gar nicht so gut. Deswegen lassen wir es jetzt einfach und lassen den jetzt machen. Lassen wir den einfach jetzt mal machen, ein bisschen. Sollen sie durchkommen, drauf geschissen. Wir halten den dritten Ring und den werden wir auch halten, wenn die Mauren davor stehen. Dann sollen sie meinetwegen den zweiten rein. Das kriegen wir schon hin. Wir können auch gerne erstmal auf die schießen hier, denn die haben eh noch kaum Leute, sehe ich hier gerade, die das bedienen können, also passt das. Haben noch genau 6 Leute, ne? Genau so viel, wie du brauchst, wa? Oder brauchst du dafür nur 2 je Kanone? Auf jeden Fall sehe ich, dass meine Armbrustschützen wahnsinnig schlecht schießen anscheinend. Ja komm jetzt, ihr sollt auf die Leutchen raufschießen. Ist ja nur einer down gegangen bisher. Ja, die Mauer ist scheißegal. Sag mal, Leute. Ja, die Armbrustschützen sind gleich hier leer, Alter. Gut, waren aber eh nur 18 Stück, davon mal ab. Okay, die müssen jetzt mittlerweile schon eine Kanone zurücklassen. Interessant. Die Armbrustschützen sind leer. Wir haben gute Arbeit geleistet. Nicht, aber passt schon. Er geht auf jeden Fall jetzt in den Nahkampf, Alter. Davon könnt ihr auskennen. Ja, ist ja gut. Die Mauren versuchen schon ganz schön lange in Palermo Fuß zu fassen. Ja, einmal haben sie es geschafft. Aber auch nicht für lange. Hat auch schon ein bisschen länger. Aber die werden es nicht nochmal schaffen jetzt. So.
Die bewegen sich hier noch nicht. Die dann bewegen sich auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die hier festgebackt sind. Kann ich noch gar nicht sagen. Ah, guck mal, seht ihr das hier schon mal, ne? Der backt auch fest. Aber die ganzen Katapulten sind schon alle nicht mehr brauchbar, weil wir rausgelaufen sind. Ich finde das irgendwie ganz gut. So, sollten wir jetzt mit der Kavallerie mal rauslaufen? Ah, fuck it. Das dauert mir alles viel zu lange. Du gehst bitte mal raus aus der Gruppierung da. Haben die sich gerade selbst weggeballert? Geht's ja dazu auf jeden Fall. Sag mal, die ballern sich selber weg. Ist das so euer Ding, ja? Jetzt bewegen sich die Speerträger, die rennen alle weg. Dann rennen wir jetzt auch weg. Das war kein Witz, wir rennen alle weg. Allesamt. Ich bin müde, ja. Warum denn nicht? Meine Freunde, warum denn nicht? Warum denn jetzt? Warum denn so ein Mist hier? Naja, wenigstens ein paar konnte ich retten. Ein paar inkompetente Reiter hier. Die Speerträger machen sich auf den Weg. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, warum sie das machen, ehrlich gesagt. Also durch dieses Tor kommt ihr nicht durch. Ich weiß nicht, was ihr da so geplant hattet. Da rennen sie wieder zurück. Haben sie Rambeck überhaupt gehabt? Ja, auf jeden Fall nicht. Oh nee, er sagt mir jetzt nicht, dass sie bis hier hinten rüberlaufen. LOL. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Anscheinend ist wirklich eine Armee ganz bis hinten durchgelaufen. Und holt jetzt diesen einen scheiß Rambok. Das kann ja einer werden. Und die stehen immer noch in Formation. Was ziemlich scheiße für mich ist. Weil wenn ich die später auslöschen müsste, kann ich da auf jeden Fall nicht mit Kavallerie reinlunzen, Alter. Sowieso nicht, weil Speerträger sind, aber auch nicht. Erst recht nicht in dieser Formation. Muss ich jetzt ernst auf diesen scheiß Rambok warten? Ja, das ist natürlich ein bisschen schade, dass man auch dann vor allem auch nur mal 6 machen kann und nicht irgendwie mal 20. Ja, die kommen jetzt alle rein, sind vielleicht gleich auch gleich in Schussreichweite meines Turmes. Aber Party passiert da immer noch nicht. Na, die Türme werden, denke ich, gleich schießen, ne? Ja, warte, gehen wir hier in die Down-Perspektive. Gehen auf jeden Fall selbst sehr selbstsicher in Richtung meiner Mauer. Und da werden sie auch schon abgeschossen. Nice. Das Gute ist, da haben wir unendlich Munition. So. Bleibt da ruhig stehen. Ich habe unendlich Munition. Kein Problem. Holt ihr erstmal gern euren Rambok. Alle Zeit der Welt. Das Ding ist natürlich, jetzt passiert natürlich wieder nicht viel. Wahnsinnig unspektakulär. Okay, das... Okay, aber gut, wir wissen auf jeden Fall, dass generell Fernkämpfer es echt schwierig haben, auf den Mauern hochzuschießen. Das ist, funktioniert so gut wie nie. Zumal denen das in Armbrustschützen, Alter. Die haben es nicht so drauf mit über die Mauer ordentlich schießen und irgendwas hier hinten treffen. Leichte Kavallerie, ja. Stadtmiliz. Ich muss sagen, die Stadtmiliz von den Mauren sieht mittlerweile aber auch ganz schön stark aus irgendwie, ne? Obwohl das nur Miliz ist. Aber gut, ist ja schwere Infanterie, steht ja auch da. Alter, wir hauen gerade ordentlich rein, ne? Tut mir schon fast ein bisschen leid. Aber ich werde natürlich einen Teufel tun, jetzt hier die Mauer oder das Tor für die zu öffnen. Da wärmen die gleich in Rambok. Das können sie gern ordentlich machen, wie richtige Angreifer hier. Hier gibt es keine Almosen. Almosen musste ich schon genug geben. Sei es bei den Timuriden, dass ich rausrennen musste oder so, ne? Irgendwann ist dann auch mal gut. So. Da kommen sie. Mit dem einzigen Rambok noch. Gut vorbereitet ist das nicht, du. Und ich warte hier schon sehnsüchtig auf die Gegner, Alter. Ich denke, wir sind sehr gut vorbereitet hier. Und der Rambok kommt bestimmt hier an dieses Tor, weswegen wir die vielleicht schon mal umstellen können, tatsächlich. Haben wir hier direkt die volle Montur. So. Wunderbärchen. Genau, stellt euch mal alle schön hier hin. Die sollen schön sehen, wie das hier mehr werden. Genau so, meine Damen und Herren. Bei unserer Miliz sieht mittlerweile auch schon nett aus.
Alter, wie viele Leichen hier schon liegen. Einfach nur, weil sie dumm sind. Was ist mit denen hier drüben noch? Die buggen fest und die buggen anscheinend aber auch fest. Na gut, okay. Ist wie es ist, ne? Die werden wir schon kriegen, wenn wir den General haben, den feindlichen. Wobei ich mal gerne wissen würde, wo der ist eigentlich. Von den großen Armeen hier. Ist der bei der Kavallerie mit drin? Was ist das hier eigentlich für eine Aktion? Ihr könnt mit euren Pferden jetzt hier nicht durch die Scheiben durch da. Durch die Scheiben, ja genau. Durch die Gitter meine ich. Da kommt das Rambückchen, alles klar. Ohne Spaß, wo ist eigentlich der General hin? Den General dieser Armee habe ich noch nicht, der größeren. Da ist er nicht. Meistens steht er ja eh am Rand. Ah, lol, da ist der. Aber den Armbrust schützen? Und warum geht das Tor auf? Scam. Absoluter Scam. Ist das... Ja gut, okay. Es ist Scam, so oder so, aber... Und ich find's auch nicht cool, was da gerade passiert. Macht sie weg. Ja, jetzt kommen sie alle rein, ey. So ein Mist. Ja, komm rauf da. So, meine Damen und Herren, jetzt wird's ernst. Ernst, genau. Jetzt wird's ernst, meine ich natürlich. Rein da, komm. Das Gute ist, dass meine Leute fliehen und dann direkt wieder hier kämpfen. Weil sie wissen, es gibt eh keine andere Wahl. Es gibt eh keinen anderen Weg, so rum. Oh ja, drängt sie zurück, Alter. Es kommt meine Kavallerie, meine schlechte. Aber da flieht auch schon der gegnerische General, Alter. Alles Nichtskönner. Gönnt sie euch. Ja, guck mal an. So wollen wir das haben hier. Jetzt ist das Ding sowieso rum. Sehr schön. So, jetzt haben wir das hier draußen noch, wo ich jetzt tatsächlich auch mal rauslaufen muss. Aber das tut mir nicht alles, ne? Ach ja, ich könnte übrigens raus aus der Formation. So, und euch stehe ich auch einmal auf. Und dann wollen wir mal. So, wir müssen uns alle einmal bitte aufstellen. Was ist damit? Okay, die fliehen auch noch, okay. Ja, ein paar Mauren. Also da war ich kurz erschrocken, als ich die volle Armee gesehen habe tatsächlich. Aber wenn du davon die Hälfte nur Artillerie wieder machst, wundert mich das ja nicht, dass ihr das schon wieder nicht schafft. Also ihr macht auch gut Löcher hier in die Mauer rein. Und ihr wisst wahrscheinlich auch, dass mein Kontostand nicht gerade der vollste ist. Deswegen ich die auch nicht heile machen kann. Aber vielleicht war auch das Ziel der Mauren, ja? Erstmal alles aufmachen. Dann kommt die nächste Armee, um das hier einzunehmen. Keine Ahnung. Das Massaker bitte hier vorm Tor an, Alter. Und auch noch das hier. Das sind alles eigentlich meistens Mauren. Nett. Ich beschwere mich nicht. So. Was ich auf jeden Fall mit meiner Kavallerie machen kann, ist hier auf den, aufs Katapult zu gehen. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Dann macht sie mal weg da schon mal. Der Allmächtige sei gepriesen. Sehr gut. Unser Feind hat nicht mehr den Mumm zu kämpfen. Nur noch der da. Es ist unklug, ja, mit denen reinzulaufen wäre nicht klug. Auf jeden Fall nicht. So, da kommen unsere Infanteristen. Oh, das Ding schießt tatsächlich sogar auf die. Wir können uns natürlich jetzt auch einfach an den Turm da stellen und die schießen die nach und nach down, aber es ist viel zu langweilig. Wir gehen da rein von allen Seiten. Hier liegt einfach mal einer von uns, okay. Wir machen es auch gute alte Einkesselart. So. Wir haben ja Manieren, wir wissen ja, was sich gehört und wie man Leute ordentlich ausschaltet, wie das sein soll. So, alle sind schon mega fertig, aber trotzdem schaffen sie das. Ich würde sagen, das ist so ziemlich umringt. Da werden wir jetzt auch auf mal 1 gehen. Rauf da, Alter! Den einen Sturm möchte ich haben. Na, auf wen solltet ihr euch konzentrieren, Alter? Ne? Da kommen die aber auch rein, was soll's? Easy, Alter, mach sie weg. Euer Hauptmann ist down, ihr seid jetzt down. Natürlich haben die mehr Moral, die Gegner, wenn sie so stehen, ne? Aber easy. Guck mal, wir verlieren kaum Männer. Heroischer Sieg? Ja, ne, wie man's nimmt.